Wir haben die Arbeit in einer Pariser Galerie entdeckt, aber wir kannten Rebecca Horn schon früher, schon länger, und wir kannten schon frühere Filme oder einen besonderen Film von ihr, in dem ein ganz fabelhaftes Federobjekt, eine Federskulptur zu sehen ist. Und die hat uns unglaublich bezaubert. Das ist der Film Der Eintänzer. Und dort gibt es zwei körpergroße, einander gegenüberstehende Federfächer, kreisrund, die sich mechanisch schließen um die dazwischenstehende Frau. Federn, Straußenfedern mit all dieser üppigen, weichen, geradezu wollüstigen Pracht, und darin, also darunter verbergen eine junge Frau, die dann überhaupt nicht mehr sichtbar ist, also sozusagen ganz bei sich ist. Diese Erinnerung, obwohl wir danach natürlich noch viele andere Federobjekte von ihr gesehen haben, denn das Motiv hat Rebecca Horn jahrelang, jahrzehntelang immer wieder beschäftigt. Aber dieses erste Motiv, diese erste Skulptur, die ist uns nie aus dem Kopf gegangen. Hier mit den Kranichfedern, das hat uns besonders gefreut, wie dieses Grau der Kranichfedern und auch die Weichheit, das sich sozusagen Auflösen des Organischen mit dem Mechanischen, mit dem Menschengemachten zusammentrifft. Diese harten Federkiele sind ja schon in dem noch härteren Edelstahl festgemacht und über die Maschine wird auch überhaupt kein beschönigendes irgendein Passepartout gelegt, sondern die Maschine ist ganz klar das, was das Ding bewegt. Und wenn wir aus der Natur kennen, also nicht nur vom Pfau, sondern ja auch von anderen Vögeln, dieses Balzritual, das Öffnen und Schließen der Federn, das Eindruck machen, so hängt auch diesem Objekt das immer noch an, aber es hat für mich auch etwas ganz Besonderes, weil es mich erinnert an diese Bemerkung von Kleist im Marionettentheater, wo es heißt, dass die Bewegung, die am wenigsten reflektiert wird, am größten, am meisten Grazie entwickelt. Und das gibt es hierbei, aber bei den noch größeren Federobjekten fast noch mehr, dass da geradezu eine majestätische Grazie entsteht, die eben sich auf eine andere Weise überhaupt nicht vorstellen lässt.